Okay, dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen hier bei meinem Vortrag zum Thema What's your point? Identifying values in arguments. Das Ganze ist eine Arbeit, die ich bei Johannes Kiesel aus Weimar schreibe. Und wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt, geht es um Argumente, insbesondere um allgemein verwendbare Annotationen durch Werte. Der diesbezügliche Anwendungsbereich basiert auf hauptsächlich Argument Search Engines, wie hier als Hauptbeispiel args.me. Und wie man dort schon sehen kann, bei Eingabe eines bestimmten Themas werden dann Pro- und Kontra-Argumente von verschiedensten Seiten, ähnlich wie debate.org, sollte bekannt sein, zusammengesammelt und dazu auch Aspekte dargestellt, wie man auf der rechten Seite sehen kann. Und zwar werden dort in einer Übersicht zusätzlich zu dem Thema die 8 häufigsten Aspekte plus die sonstiges Kategorie angezeigt. Und die Extraktion dieser Werte geschieht aktuell über eine Keyword-Extraktion, das heißt, im Hintergrund steht eine 1000-elementige Wikipedia-Liste von kontroversen Themen bzw. kontroversen Aspekten und die wird dann über Wörterbucherkennung aus den Argumenten rausgefiltert. Allerdings hat das Ganze an manchen Punkten auch ein paar Nachteile. Einmal die Darstellung an sich, also die Visualisierung davon, da einmal die sonstiges Kategorie keine richtige Aussagekraft hat und zudem auch die Art und Weise, wie die Themen angeordnet sind, sich gegenseitig beeinflussen. Weil gegenüberliegende Themen, wenn beide drin vorkommen, beeinflussen sie gegenseitig immer die Position des Punktes, welcher das Dokument bzw. in dem Fall das Argument repräsentiert. Deswegen ist der Versuch, das Ganze etwas einfacher für den Benutzer darzustellen, beziehungsweise einen besseren Überblick geben zu können. Denn verschiedenste Nutzersituationen sollen abgedeckt sein, insbesondere auch die Situation, dass sich ein Nutzer in ein für ihn völlig fremdes, kontroverses Thema einarbeiten möchte. Und dort sind gerade Einstiegspunkte oder vertraute Thematik, beziehungsweise auch bekannte Thematik, mit denen man sich verbinden kann, sehr wichtig. Insbesondere auch für das Verschaffen eines Überblicks, wenn dort unterschiedliche Aspekte, gerade auch Aspekte, die themenintern sind, ist es schwierig, sich bei solchen Sachen reinzuarbeiten. Das Ganze soll gelöst werden durch einen Ansatz über Annotationen, und zwar Annotationen in einer allgemein verwendbaren Form und einer allgemein verständlichen Form, und zwar das Ganze mit Hilfe von Werten. Werte bezieht sich jetzt hier im Ganzen darauf, dass im Prinzip kann man es sich so vorstellen bei den Argumenten, es ist eine Begründung bzw. auch ein Abzielen des Argumentes auf einen Wert, welcher eine endgültige Begründung darstellt, warum dieses Argument angebracht wird. Da wird im späteren Verlauf auch noch ein entsprechendes Beispiel dafür kommen. Allerdings ein Wert, wo man nicht direkt weiter nachfragen würde, sondern dieser allgemein bekannt und auch allgemein akzeptiert ist. Gehen wir erstmal nochmal ein bisschen weiter ein auf die Definition der Werte an sich. Da sind ganz besonders interessant zwei Sorten, einmal die Human Values und die Moral Sentiments aus der Moral Foundations Theorie. Bei den Human Values, also den menschlichen Werten, gibt es in der Literatur unterschiedliche Auffassungen, allerdings werden sie meistens als eine Art Leitprinzipien verstanden für das, was im Leben eines Menschen oder was im Leben eines Menschen als wichtig angesehen wird oder auch als Handlungsmotive.
Ein Beispiel, wie eben schon angedeutet, wäre, wenn man sich das Thema Electric Cars vor Augen führt. Dort gibt es verschiedenste Argumente, welche zum Beispiel auch auf den Schutz der Natur abzielen können, wie zum Beispiel durch Einsparung von Emissionen oder auch von Nutzen, in dem Fall elektrischer Energie anstatt von Diesel oder Benzin. Und Schutz der Natur gilt in manchen Auffassungen bereits als Human Value, welcher auch mit anderen unter der Kategorie Universalism zusammengefasst werden kann. Ein anderes Beispiel, was auch bei Electric Cars auftritt, wäre die Vermeidung von der Störung von anderen, sei es durch Verringerung von Lärmbelastung oder auch von Abgasbelastung, was ebenfalls als ein Wert unter der Kategorie Conformity zusammengefasst werden kann. Eine Auflistung von diesen Werten stammt unter anderem von Schwarz, welcher dort eine größere Studie, zwar hauptsächlich eine Studie im westlichen Bereich durchgeführt hat, aber eine Studie, welche auch nicht nur die Vorkommnisse in einem einzigen Land, sondern auch generell über mehrere Nationen verteilt aufgesehen hat, sodass man hier die Möglichkeit hat, auch universellere Aussagen zu treffen. Das heißt, Werte, die nicht nur auf lokale Gebiete beschränkt sind, sondern tatsächlich auch zum Teil global anwendbar sind, somit auch etwas universeller. Allerdings generell bei den Werten gibt es verschiedenste Klassifikationen und auch Detailheitsgrade. Es gibt Value Inventories, welche nur vier Werte beinhalten, oder das vorhin angesprochene von Schwarz enthält 56 Werte in 10 Kategorien. Präferabel ist in dem Fall eher ein Value Inventory mit vielen Werten, da es dann gerade in der Art und Weise einer hierarchischen Struktur die Möglichkeit gibt, auf verschiedenen Detailebenen zu arbeiten, sodass man je nachdem zum einen, wie sehr ein Nutzer in einem bestimmten Thema drinsteckt, oder aber auch, wie sehr er sich gerade einen Überblick verschaffen möchte, beziehungsweise auf welcher Detailheitsebene er sich einen Überblick verschaffen möchte, grundlegende Aussage über die Aspekte beziehungsweise die Werte, die in einem Thema drinstecken oder in einem ganz bestimmten Zielbereich. Und das bietet diese hierarchische Struktur bereits von sich zum Teil aus an. Das Ganze lässt sich zudem auch noch kombinieren mit den Argument Frames. Bei den Argument Frames werden Argumente nochmal separat unterteilt in den Argumentteil an sich und das Frame, das heißt das Ziel oder den Grundgedanken, auf das Ganze dann abzielt. Und dort gibt es auch wieder die Unterscheidung in themenspezifische und generelle Frames, sodass man in dieser Kombination nochmal zwei weitere Detailheitsebenen drin haben kann, bei denen der Benutzer entscheiden könnte, auf welcher Stufe er sich einen Überblick verschaffen möchte, um somit tiefer in die Materie eindringen zu können, in bestimmten Punkten. Allerdings auch die Möglichkeit hat, wenn ein Thema komplett fremd ist, sich erstmal einen komplett groben Überblick zu verschaffen mit Themen bzw. auch mit Werten, die allgemein bekannt vorkommen. Die andere Methodik ist mithilfe der Moral Foundations Theory. Diese handelt von den grundlegenden moralischen Werten oder auch von den Triebkräften, welche in bestimmten Handlungen resultieren. Dabei gibt es fünf beziehungsweise sechs. Das sechste ist immer mal wieder in der Diskussion. Moral Foundations. Diese haben jeweils zwei gegensätzliche Ausprägungen, die auch häufig als positive und negative Ausprägung betrachtet werden. Und eben Liberty und Oppression sind die sechste Moral Foundations,
Diese ist allerdings häufiger in der Diskussion, weil sie eher tatsächlich dem Bereich der Politik zugeordnet ist, geordnet wird. Das heißt, moralisch, Entschuldigung. Gerade bei Liberty spielt der Punkt mit rein, dass es häufig mit dem politischen Bereich des Liberalismus in Verbindung gebracht wird und dadurch teilweise von manchen nicht hundertprozentig als eigenständige Moral Foundation gezählt wird. In der Kombination von Moral Foundations und Argumenten existiert auch bereits Forschung. Da wurde zum einen der R-Quality-Korpus mit der Annotation von Moral Sentiments erweitert. Das Resultat, was am Ende rauskommt, das hatten die Autoren auch bereits angemerkt, ist definitiv ausbaufähig, weil sie zum einen zum Beispiel nur zwei Annotatoren für die 320 Argumente zur Verfügung hatten. Allerdings auch schon in dieser Forschung kam heraus, dass nicht jedes Argument zwingend einen moralischen Hintergrund haben muss. Es war tatsächlich ein relativ großer Anteil mit dabei, welche sich nicht einer der Moral Foundations zuordnen ließen, weshalb eine reine Verwendung von Moral Foundations eher weniger geeignet ist für die Unterscheidung in Werten. Allerdings gäbe es die Möglichkeit, beides zu nehmen, das heißt eine Kombination aus Moral Sentiments und den Human Values, gerade weil in den Kontexten her auch Beziehungen zueinander hergestellt werden können. Kommen wir nun zum eigentlichen Ansatz für die Arbeit. Und zwar basiert das Ganze erstmal, dass ein Schema für die Annotation von den Argumenten aufgebaut wird. Hierbei mit einem Hauptfokus eher auf die hierarchische Gliederung der Human Values, gerade weil die Möglichkeit der verschiedenen Detailebenen geben. Zudem gibt es dort die Möglichkeit, dass man eine zusätzliche Dimension durch die Moral Foundations mit hinzufügt, um dann bei der Gliederung in die Human Values noch genauer und detaillierter vorzugehen und sie besser voneinander abzugrenzen. Sowohl für Human Values als auch für Moral Foundations existieren auch teilweise Wörterbücher, die in Beziehung setzen sind mit den entsprechenden Werten. Das heißt, hier gibt es auch die Möglichkeit, einen wörterbuchbasierten Ansatz zu haben, welcher auf bestimmte Schlüsselwörter in den Argumenten selbst reagiert. Und die Theorie mit den Argument Frames lässt sich, wie vorhin schon erwähnt, hier mit dazu anwenden, um das Ganze nochmal zu unterscheiden in einer tieferen Ebene zwischen Werten, die eher themenspezifisch sind und denjenigen, die eher generell gehalten sind. In einem nächsten Schritt soll dann mittels Crowdsourcing zum einen die eigentliche Annotation stattfinden und zum anderen gibt es auch die Möglichkeit, dass über Crowdsourcing dann auch die entsprechenden Werte ausgewählt werden, weil manche Werte haben immer noch das Problem, dass sie nicht ganz eindeutig sind. Das heißt, dort ist vonnöten, dass tatsächlich für die Umsetzung eine eindeutige Definition der Werte existiert. Das heißt, entweder müssen die Werte entsprechend so formuliert werden, dass sie klar verständlich sind, oder es muss eingeschränkt werden, sodass durch die Kategorisierung, zum Beispiel durch die Hierarchien, genau klar wird, in welche Richtung auch dieser Wert abzielt. Weil es ist ja gerade der Sinn, dass man eine eindeutige und leicht verständliche Kategorisierung durch diese Annotation bekommt, damit sich ein Nutzer besser damit zurechtfinden kann. Als ein eventueller dritter und letzter Schritt soll dann ein Machine Learning-Verfahren entwickelt werden, was am Ende
für die Annotationen zum Beispiel auf args.me eingesetzt werden kann, um das hier zu entwickelnde Schema am Ende umzusetzen. In Bezug auf Crowdsourcing wäre hier zum eine ein mögliches Beispiel, so dass die Nutzer ein Argument bekommen, wo auch bereits mitgeliefert wird, zu welchem Thema es sich handelt und welchem Lager bezogen auf das Thema dieses Argument zuzuordnen ist. Und eine Möglichkeit, das ist die, die hier gerade abgebildet ist, ist, dass zunächst in den verschiedenen Kategorien unterschieden werden kann, das heißt in den Oberkategorien, welche später verfeinert werden können auf die einzelnen Human Values, so dass man hier bereits in 10 verschiedene Kategorien, die sich auch in gewisser Art und Weise gegensätzlich anordnen lassen, Argumente kategorisiert werden können. Es ist allerdings auch möglich, dass in späteren Schritten oder auch in nachfolgenden Crowdsourcing-Durchläufen das Ganze noch einmal verfeinert wird, sodass dann die bereits annotierten Argumente dann nochmal in einzelne und detaillierte richtige Human Values genauer annotiert werden können. Und zudem wäre hier auch die Idee mit dabei, dass bereits die Punkte bzw. die Abschnitte des Argumentes hervorgehoben werden sollen, die auf den Hauptaspekt abzielen, sodass das Ganze eventuell auch noch über einen Wörterbuchansatz mit aufgenommen werden kann. In Bezug auf die Anwendbarkeit des Ganzen, klar, ein Hauptaspekt ist das Einsatzgebiet in den Argument Search Engines, sodass dort eine klare Kategorisierung möglich ist von den Argumenten und auch die Aspekte von komplexeren Themen besser für den Nutzer zugänglich werden. Da die Aspekte in dem Fall können sie immer noch enthalten werden, allerdings, dass zunächst, wenn ein Nutzer auf ein ihm unbekanntes Thema erstmal hinzugeht und sich versucht, einen Überblick zu verschaffen, dass er zunächst die Möglichkeit hat, mit bekannten oder auch eher mit bekannten Konzepten an das Thema heranzugehen, eben den entsprechenden Werten und im späteren Verlauf dann in bestimmten Aspekten das Wissen zu vertiefen, was dann in die entsprechenden komplexeren Richtungen weitergeht. Zudem bietet auch die Art und Weise, gerade wie das Ganze hier zum einen in der hierarchischen Variante oder auch in der Kreisvariante, wie wir es vorhin gesehen haben, die Möglichkeit, dass hier eine bessere und detailliertere Visualisierung möglich ist, die auch sämtliche Aspekte ausnutzt, wie zum Beispiel die Positionierung der einzelnen Dokumente im Vergleich zu den beiden gegenüberliegenden Enden, dass diese gegenüberliegenden Enden tatsächlich auch gegensätzliche Werte ansprechen und nicht einfach nur zwei verschiedene Aspekte, die aber nicht zwangsläufig gegensätzlich sein müssen. Andere verwandte Bereiche, in die das Ganze mit anwendbar ist, wären zum Beispiel, wie vorhin genannt, die Argument Frames, da auch dort die Unterscheidung, zu welchem Frame bzw. wo ein wie ein Frame als solches definiert ist, große Ähnlichkeiten mit den Human Values bzw. mit hier definierten Werten generell gemeinsam hat. Und zudem sind die Punkte der Sense Detection und der Argument Quality auch Möglichkeiten, welche gerade in Bezug auf den bereits annotierten R-Quality Korpus hier mit dem Ganzen in Verbindung gesetzt werden können.
Damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde dann in die Diskussionsrunde übergeben. Und hier wären noch mal ein paar Anreize zu Diskussionsmöglichkeiten.